Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Serial Trader Entwickler und Trader. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen wieder live dabei sind bei dem schönen Wetter draußen. Endlich mal wieder traditionell schönes Wetter hier, wenn wir Webinar haben mit Dirk. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen, insbesondere wenn Dirk vielleicht gleich selber den einen oder anderen Trade macht. Und ja, dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, ja, lieber Dirk, neuer Monat, neues Quartal. Für die Statistikfreunde spricht alles dafür, dass das ein guter Monat wird. Freuen sich die Bullen. Und ja, ich bin mal gespannt, was du für uns heute mitgebracht hast. So, das sieht doch fast aus, als hätte ich hier irgendwas richtig gemacht, schon mal technisch. So, du klingst nicht gut, mein lieber Nelson. Och, heute ist eigentlich ein guter Tag. Okay. Naja, gut, okay, lassen wir das mal so stehen auf jeden Fall. Ich wünsche dir gute Besserung. Du klingst auf jeden Fall noch ein bisschen angeschlagen und weißt ja, Danke. alles wird gut am Ende. So, ich mache mal hier nur gerade noch irgendwie, versuche mal das Fragenfenster da an richtigen Stelle aufzupoppen beziehungsweise zu positionieren. So, und sage ich an der Stelle auch mal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wie der Nelson schon gesagt hat, hier mit schönem Wetter dann auch mal wieder hier aus Köln und traditionsgemäß, ich stehe da so ein paar Haare ab hier, traditionsgemäß und aber das war ja vorher eigentlich immer bei den Helpdesk-Webinaren, dass die halt dann immer irgendwie, haben wir abends im Sommer hier immer gesessen und da war immer schönstes Wetter draußen. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Wie immer ist der Input auch gefragt. Ich freue mich über, wenn hier in den Kommentaren ein bisschen was kommt, worauf man eingehen kann, beziehungsweise worauf ich eingehen darf. Und damit das hier nicht so einseitig ist. Wie der Nelson schon gesagt hat, bitte nicht einfach nachhandeln. Außer man macht es immer. Das ist immer so mein Zusatz bei der ganzen Geschichte, weil man sonst immer das Problem hat, wenn man es mal macht und mal nicht. Und dann ist das Ganze halt irgendwie Glücksspiel. Aber so oder so sollte man natürlich seine eigene Meinung und Timo, seine eigene Meinung und sein eigenes Setup dazu haben, damit die ganze Geschichte eben dann halt hier nicht zum Copy-Trading oder Empfehlung oder sonst irgendwas wird. Ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, das letzte Mal ging ja tatsächlich daneben. Und nachdem vorher irgendwie eine lange Serie war, wo alles immer schön, sauber, gut, positiv gelaufen ist und ging das letzte Mal daneben. Habe ich auch schon gesagt, die Serie, oder ich habe es geschrieben, ich weiß es nicht mehr, im Blog, die Serie ist halt wirklich so eigentlich durch die Bank immer positiv. Das macht jetzt mein Röllchen hier, komm nicht. Ist durch die Bank immer positiv. Und aber das heißt aber nichtsdestotrotz, dass es immer so ist. Und natürlich müssen auch mal ein paar Loser kommen. Und wenn man der Serie glauben darf, dann wären da jetzt tatsächlich mal so ein paar dran, leider Gottes. Deswegen halt vielleicht doppelt Vorsicht an der Stelle dann beim Gucken und Nachmachen. Und nicht, dass dann heute irgendwie der zweite dann in Folge kommt. Wie gesagt, so statistisch betrachtet einfach auf die Anzahl der Webinare, die in Reihe wirklich gut gegangen sind. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren etliche. Wäre es halt eben auch nur legitim, wenn jetzt mal ein paar Webinare kommen, wo es dann halt eben nicht so ist. Ich will natürlich jetzt nicht hier irgendwie den Teufel an die Wand malen, also nicht falsch verstehen. Ich mache ja trotzdem irgendwie ganz normal meinen Ansatz, gucke mir das an, was könnte der Markt machen, aber bin dann halt auch ein bisschen vorsichtig. So, was ist hier mit nicht nach Frühstart? Coole Friese. Doch, 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 ich bin schon über irgendwie, schon ein bisschen länger wach. Aber irgendwie. Sehr gut, dass ich schon länger Ich wach. sehe scheiße aus, das habe ich verstanden. Okay, danke. Aber So, ich hoffe. heute wieder mit Hemd. Ja, ich habe gedacht, wenn ich schon kacke aussehe, dann kann ich wenigstens mein Hemd anziehen. So. Genau. Also komm, ich mache jetzt besser das Bild schnell klein und gehe hier auf den anderen Monitor, dann kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ja, genau deswegen habe ich den Helpdesk, der Timo hat noch gemeint, Helpdesk, den er jetzt macht, deswegen habe ich den abgegeben.
Was? Mit der Frise muss die Kappe auf. Ja, komm, Lutz, jetzt übertreib hier mal nicht, ne? Also, Nein, nein, nein. nein, nein, das ist alles gut. Aber ich habe vorhin auch in den Spiegel geguckt und gesagt, okay, na gut, geht halt nicht besser. Gibt halt so Tage. Auf jeden Fall, so, hier, kleines Bild, beziehungsweise großes Bild, was den Markt angeht. Und um hier mal zu gucken, wo wir überhaupt stehen und was die ganze Geschichte hier werden kann. Also, generell, ich weiß ja nicht, wer meinen Blog hier alles liest von den Teilnehmern. Ich vermute aber mal nicht alle. Ich habe ja die, ich fange mal mit dem DAX an. Also generell, dass der hier hochbrettert, hier in Richtung von roter Zone. Das habe ich letzte Woche am Dienstag schon in meinem Blog auch beschrieben, dass das eigentlich halt jetzt mal die richtige Bewegung wäre. Da sind wir von da unten angekommen, und zwar am Stück hier oben durchzuziehen über die 273. Die ist hier nicht beschriftet, durch diese blaue Zone wiederum durch, die hätte ich auch noch ein bisschen verlängern können. Genau, durch diese Zone durch, am besten auch direkt über 15.451 drüber und dann halt hier mit Angriffsziel rote Zone. So, das war eine nette Strecke von hier unten bis darauf. Super sauber gelaufen, ohne Spirenzchen, und das hat soweit funktioniert. Gleichzeitig der DAU, auch angesagt letzte Woche am Dienstag, von hier unten, von der Stelle runter. Am besten, da war halt die erste Angriffsstelle, war die 33.030 hier, deswegen ist hier auch noch der Pfeil drin. Und da habe ich auch gesagt, am besten auch direkt 479. Und dann habe ich gestern noch beschrieben, wie läuft der Markt normal. Er geht dann halt hier drüber, nimmt dieses High an der Stelle raus. Moment. Nimmt dieses High an der Stelle raus. Und kann ich ja hier mal kurz einzeichnen. Also, das war ja halt das letzte markante Hoch. Das am besten rausnehmen, dann einmal über die 600. Das ist hier oben so ein altes Gap in Gelb. Und dann dort darf er dann irgendwo ansetzen, dann halt eben zur Korrektur, weil hier ist natürlich der Short-Trend im Daily halt kaputt an der Stelle. Ja. So, das heißt, hier sind wir jetzt erstmal neutral. Und wie läuft es halt in der Regel? Er läuft erstmal über den Punkt drüber und dann setzt die Korrektur an. Die geht dann halt tiefer, als man das meistens denkt. Das heißt, die könnte genauso jetzt irgendwie so hier diese, hoppla, genau andersrum, sondern dass der halt eben hier oben irgendwo abprallt, dann halt wieder deutlich runterkommt. So, das wäre eigentlich so ein typisches Verhalten. Das hat er gestern auch angefangen, hat nämlich hier den direkt über der 600, auch wie beschrieben, direkt mit 200 Punkten nach unten reagiert. Das konnte man schon gut einfangen. Ich habe mir den auch als Short angefangen zusammenzubauen. Ich rechne zwar jetzt nicht unbedingt damit, dass der jetzt halt direkt hier abkippt, ja, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt hier einfach oben weiterläuft, ne? Weil dazu hat hier unten das alles jetzt eigentlich viel zu sehr gepasst. Hier oben laufen wir vor allen Dingen jetzt nochmal, um beim DAU zu bleiben. Ja, mit den Pfeilen habe ich es aber heute hier. Und dann nochmal beim DAU zu bleiben. Hier oben laufen wir in einen alten Supportbereich von unten rein. Und das ist halt erstmal die klassische Wirkungsumkehr. Das heißt, hier geht es nicht durch, sondern hier ist dann erstmal Widerstand angesagt. Ja, und deswegen kann der hier auch ein bisschen rumzappeln und dann halt eben zum späteren Zeitpunkt dann halt nach unten abprallen. Und dann müssen wir mal halt gucken, wie die Geschichte hier weitergeht, ob das jetzt wirklich dann ein Trendbruch war und der Trend fortgesetzt wird. Ich meine schon, aber eben nicht unbedingt von hier aus, wo wir jetzt stehen, sondern hier ist jetzt erstmal Pause angesagt und oder Korrektur, ne, eben wegen dieser Geschichte. Das ist so der Ansatz, der ist ja auch nicht neu, den habe ich ja auch schon x-mal erklärt und der war halt eigentlich ja auch immer in der Vergangenheit recht zuverlässig. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass das jetzt irgendwie anders sein wird. So, ich muss gerade mal gucken, wieso ist denn mein Banner hier unten nicht da? Weil er wurde gerade geflaggt, ja. Geflaggt, wo ich den Block finde. Ich habe es aber auch alle nochmal in den Chat gestellt. Okay. Ich muss mal gucken. Eigentlich habe ich hier so einen Knopf, ja. Ah, guck mal, da steht doch alles. So, auf Elling? Nee, ich glaube, es ist bei zweisprachig, ja, genau. Da steht auch drin, wo man den Block findet. So ein Rolltext macht das Bild ja auch gleich viel interessanter. So, wieso ist eigentlich mein Kaffee leer? Könnte aber auch sein, dass ich den in der Küche habe stehen lassen. Das wäre auch möglich. Da muss ich hier das Webinar abbrechen. Also, ohne Top Kaffee geht nicht. vorbereitet, der Mann. Ja, eigentlich ja. Der Kaffee steht wahrscheinlich unter der Kaffeemaschine oder so. So, also das ist die Geschichte halt hier, ne? Also weshalb Ausbruch und warum. So, und das bedeutet im DAX eigentlich genau das Gleiche. Wobei, beim DAX muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man sich das mal anguckt, der DAX hat wesentlich deutlicher hier schon den Dip gemacht und ist auch eine Relation betrachtet.
proportional wollte ich sagen, ist falsch, aber eine Relation betrachtet, steht der DAX eigentlich viel besser. Also das heißt, der könnte auch jetzt direkt mal deutlich hier drüber schießen. Da muss man schon ein bisschen irgendwie auf der Hut sein. Dann habe ich auch im Blog ja auch heute geschrieben, da will ich mich eigentlich gar nicht festlegen, weil der kann schon eigentlich auch jetzt hier direkt zur Kasseröffnung direkt mal oben raus knattern und sich dann da oben wieder irgendwo fangen und dann umdrehen. Das ist durchaus gut möglich, dass der das macht. Und weil er eben halt hier auch viel deutlicher ist und nicht hier so in so ein Ding reinläuft wie der Dow. Ja, also da war ja auch lange, hat man ja auch gesehen, die Korrelation, die auseinandergelaufen ist. Und das heißt, wo der DAX eigentlich deutlich stärker gegenüber dem Dow gestiegen ist. Und diese Korrelation oder diese Abweichung könnte sich jetzt hier nochmal bestätigen, beziehungsweise auch vor dem Hintergrund, der nur mathematisch ist, würde es eigentlich Sinn machen, wenn das so laufen würde. Also das heißt, wenn der Dow jetzt erstmal nicht weiterkommt, der DAX aber durchaus hier ein bisschen höher drüber zieht. Und ob der dann korrigiert, steht auf dem anderen Blatt, könnte er aber auch durchaus problemlos machen, ja. Aber der Markt ist hier nicht short, ja, also jetzt im Daily. Stehen zwar hier an der Oberseite, aber eben auch vor der Frage, war das jetzt hier alles nur ein langer Dip bis darunter, die 1000 Punkte, die da gefallen ist oder nicht. Und das sieht schon danach aus und das heißt, hier oben könnte es ein bisschen eng und schwierig werden dann auch. Und deswegen sollte man die unbedingt jetzt unbedingt nicht unbedingt, sag mal, was ist denn los? Nicht unbedingt in eine direkte Korrelation setzen von dem Verhalten, was jetzt als nächstes kommt. Ja. Das ist so ein bisschen tricky. Und was kann man das Laufband, die so eine Zeit lang ist? Augenkrebs, ja, dann mach doch Klaus. Hast bestimmt, mal gucken, in irgendeiner Schublade hat doch jeder Isolierband. Kann man ja auch unten drunter dann einfach über den Monitor das Laufband abkleben, dann stört das nicht so. So, ich kann aber auch davon mal ab, nicht hier auf jeden persönlichen Wunsch sofort eingehen. Also, das ist die Geschichte hier. Wir sehen halt auch im Daily hier rote Zone generell eng, ja. Hier gibt es auch eine kleine Linie, wobei man da jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Da hängt da oben erstmal dran. Guckt man sich nur mal die Tageskerze von gestern an, die ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Ja. Das heißt, da müsste schon dann halt hier jetzt irgendwie mit deutlich Wumms, Wumms ist ja auch so ein Wort, das irgendwie keiner mehr verwenden will, seit Scholz. Aber egal, also mit ein bisschen deutlich Bums, nennen wir es dann einfach. Müsste ja dann schon hier oben durchgehen, damit die Tageskerze von gestern eben auch weg ist. Weil man sieht aber schon hier so, oh, keiner weiß mehr so genau, was das Ganze werden soll. So, ich gehe mal ganz kurz aufs andere Bild, nur gucken, ob ich da alles richtig habe. Und dann stellt sich jetzt die Frage, was handeln wir? So, gucken wir nochmal hier, ob die ganze Geschichte. Ob ich da bin? Ja. So. Also hier. Eröffnung. 9 Uhr. So, hier unten die Stunde. Hier oben der M5. M15. Und da wäre jetzt vielleicht einfach ein Ansatz zu sagen, okay, wir orientieren uns mal an dem Tageshoch von gestern, weil das ist ja scheinbar gerade irgendwie so das Ziel. Und würde erstmal versuchen, hier eine Reaktion hinzukriegen, weil ob der jetzt wirklich da so einfach drüber wegläuft. Gute Frage, nächste Frage. Ne? Ich meine, generell hat er jetzt hier um 8 Uhr auch so einen Dip hingelegt. Das sieht man ja hier unten in der Stunde erstmal ganz gut. Und ob er den jetzt verwandelt kriegt, steht auf dem anderen Blatt. Also wie gesagt, der müsste dann schon irgendwie mit deutlich Bums da oben durchziehen, damit das halt eben auch tatsächlich so einfach weiterläuft. Ich mache mir jetzt hier nur gerade mal auf dem Handy mal kurz den Daumen noch auf, damit ich den wenigstens auch sehe. Ne, so, hier wäre auch der R2. Also wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ne? Nicht, dass ich hier eine Verlustserie reinlaufe und man dann halt irgendwie die ganzen Dinger dann hat. Das wäre natürlich nicht so gut. So, ich mache mal den ersten hier auf. Hier oben haben wir noch ein Pivot. Es könnte natürlich jetzt auch eine Übertreibung werden. Bis zum Pivot. Das wäre ein kleines neues Hoch. Und ob das dann so weiterläuft, wie immer, steht auch alles auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt aber jetzt auch, wenn wir hier jetzt irgendwie nicht sofort, wenn der Markt nicht sofort reagiert,
dann muss man sich dann halt auch überlegen, ob man das Ding überhaupt festhält. Ne? So, ob der jetzt hier richtig liegt, weiß ich nicht. Ist vielleicht so einfach hier kurz vorm Tageshoch. Dann gehe ich lieber mal drüber und gehe hier oben an den Pivot. Oder man nimmt jetzt hier, falls ein Rücklauf jetzt irgendwie kommen sollte, falls ein schneller kommen sollte. So habe ich hier eigentlich den M15 auf. Sollte natürlich eine Nummer kleiner sein, dass man den Rücklauf dann halt gleich mitnimmt. Ne? So, weil erstmal ist nicht viel. Das hier oben sind halt auch nur M15 so eine Hilfslinie. Ich lasse die halt immer drin. Die kommen halt auch aus dem Scalping und sind dann halt eben oft auch mal älter, aber haben in der Regel dann auch funktioniert, sonst wären sie halt da nicht drin. Und deswegen, da passt jetzt erstmal die Reaktion. So weit, so gut dazu. Muss aber jetzt erstmal nichts bedeuten. Im H1 ist es halt hier die 655, was ja nichts anderes ist, als jetzt hier auch eben die Grenze, die er gestern hier oben auch gemacht hat, ist tatsächlich auch eine alte Linie, ist auch nichts Neues. Und mal sehen, ob das so ohne weiteres funktioniert. Und DAU zeige ich gleich auch noch. Da habe ich ja gestern, habe ich ja auch im Blog hier auch beschrieben, dass ich einen Trade ja dann noch gemacht habe, beziehungsweise ich habe es ja in der Gruppe gestern auch beschrieben, die ersten 200 Punkte gehandelt, aber da gehe ich gleich drauf ein. Ich gucke mir jetzt erstmal hier den DAX an, was das Ganze werden soll, ob der jetzt tatsächlich hier einfach so die Tageskerze da wegnehmen will oder ob wenn ich hier nicht auch noch einfach nochmal eine Wiederholung erstmal kriegen von der Range von gestern, weil da stecken wir ja drin. Also wenn man sich einfach mal die Tageskerze von gestern betrachtet, ne, dann ist das ja nichts anderes erst als hier eine Range, die da gestern gelaufen ist. Da sieht man ja schon an der Form der Tageskerze nicht lang und dann halt eben kein neues Hoch, kein neues Tief. Und pendelt dann hier nur so drin rum. So, das wäre jetzt erstmal auch der simpelste aller Ansätze. Ja, so Range bleibt Range. Erstmal. So, würde auch bedeuten, wenn es jetzt hier oben, falls es nicht weitergeht, dass wir den dann eben auch nochmal relativ schnell, wenn das jetzt hier nicht hält, wenn wir zur Eröffnung zurücklaufen, dass wir dann vermutlich auch die Unterseite kriegen von der Range und uns die halt mal genauso angucken. Und wäre ja nicht mehr, nicht weniger als ein typisches Verhalten. So, Nelson, du musst jetzt eine Minute bespaßen, ich gehe jetzt meinen Kaffee holen. Oh je, ich wollte dich schon fragen, wieso dein Hintergrund nicht mehr dunkel ist. Was? Mein Hintergrund Nein, ist nicht mehr hier dunkel. dein Template Welches Tablet? von Ach deinem so, Mikro. das jetzt meinst du, oder wie? Ach so, nee, das ist ja der DAX. Der DAO ist dunkel, der DAX ist hell. Vielleicht sollte ich das mal ändern. Vielleicht bringt das was. okay. Ist doch hier mal so ein Knopf. Genau. So, Nelson. Du hast 30 Sekunden. Okay, drei, Hier passiert ja nice. sowieso gerade nichts. Ich bin sofort wieder da. Ja, dann los, hopp, hopp. Ja, sehr gut. Wenn der helle Hintergrund besser zu sehen ist, dann passt ja alles. War auch keine Beschwerde, Lutz. So. Ja, das habe ich mir gedacht, dass jetzt in den Chat kommt, dass ich jetzt einen Witz erzählen soll. Das erspare ich euch. Außerdem haben wir erst 9:05. Nein, Lutz, sollst du nicht. So, wie viele Sekunden jetzt noch? 20, 18? Ja, sehr gut. Warum ist Ja, das hier so still, Nelson? ich lese gerade hier die Kommentare im Chat, ja, Sollst nicht konzentriert. lesen. Mann. Das waren So. aber jetzt länger als 30 Sekunden, gefühlt Ja, 5 Minuten bis jetzt. ich wollte ja auch ein bisschen künstlerischen Freiraum lassen für deine ausführlichen Nein, Unterhaltungsarien. ich bin kein Entertainer. So, aber ich habe einen Kaffee. Ja, schön.
Schwarz oder mit Milch, viel Ja, natürlich. Zucker. Hat wahrscheinlich auch noch keiner gemacht, ne? Webinar unterbrochen, um Kaffee zu holen. Aber gut. Glaube, vielleicht der Heiko, aber bin mir gerade nicht sicher. Der braucht immer Ja, einen stimmt, Wecker. zu dem wird das auch noch passen, ja. So, ach, das gehört halt dazu, mein Gott. So, wie gesagt, der Markt macht ja eh gerade hier nichts, außer irgendwie, siehst du, der hat gewartet, bis ich zurück bin. So, jetzt muss man hier, wie gesagt, mal gucken. Ja, ich habe ja schon so ein bisschen davor gewarnt. Nicht, dass ich hier in eine Verlustserie komme, deswegen bitte nicht einfach nachmachen. Ja, das kann schon sein. Andere Leute sind halt gut vorbereitet. Ja. Timo, ich erinnere dich bei deinem nächsten Webinar nochmal dran. So, also, ne? Und ich hoffe es ja auch, weil der Timo macht ja auch den Helpdesk, der muss ja auch gut vorbereitet sein. Ich muss das ja nicht. Doch, ich muss auch. Nein, Quatsch. Ich kann mir doch mal einen Kaffee holen hier, ohne Sprüche zu kriegen. Ich habe den wirklich Trink vergessen. erstmal zwei Schlücke, damit du wieder in die richtige Spur kommst hier. Ja, Mann. Aber das, egal, lassen wir das. So, also, könnte halt hier sein, ne, dass wir jetzt hier einmal kurz da oben drüber springen und dann hoffentlich nochmal eine Reaktion kriege. Ich würde den hier so ein bisschen skalieren. Den hier rauszunehmen war erstmal richtig, weil das ist zu einfach. Also, das wäre einfach jetzt erstmal nur der Klassiker Form irgendwie Vortageshoch, da halt irgendwie zu bremsen. Meistens zu einfach und deswegen halt mal gucken, ob wir hier nicht kurz drüber kommen und die Geschichte dann halt eben zurücksetzt. Vielleicht tut sie es auch nicht, ja. Who knows, ja. Ich hoffe es, aber also ich meine nicht, dass sie es nicht tut, sondern dass sie es tut. Aber wissen tut man es trotzdem nicht. Es waren ganz schön viele Tuts. So, das heißt also, wenn die Geschichte hier hält, ja, dass wir dann, habe ich ja gerade gesagt, dann eben nochmal in Richtung Vortagestief gehen. Erstmal sieht das ja aus, als wäre da zumindest mal ein bisschen Gegenwehr hier oben. Vortagestief wäre dann hier unten. Und falls jetzt hier oben die ganze Geschichte dreht, wir nochmal hier an den Xetra Open kommen, dann hier durch die kleinen Lows. Ich meine, das Ding läuft jetzt irgendwie gerade 9 Minuten. Würde für meine Begriffe schon Sinn machen. Und dann kann man auch versuchen, den hier auf der Unterseite auszubauen und da halt ein paar Positionen eben noch halt nochmal dazu zu geben und den Trade dann halt zu vervollständigen. Ja. So, oder man sagt, nee, das ist mir alles irgendwie, gefällt mir nicht, geht dann halt jetzt hier raus mit irgendwie einem halben Punkt plus. Das ist auch okay. Ne? So. Ja, der Lutz meint, das ist viel besser zu sehen mit dem hellen Hintergrund. Jetzt könnte ich ja die passende Antwort zu der Mütze und der Frisur geben. Die wäre dann, ja. Nee, ich lasse mir das. Ich bin ja nett. So, ich bin zu gut erzogen, um. Hey, was ist heute los, ey? So, also, schieben jetzt hier gerade so ein bisschen drunter, hier unter diese Lows. Das heißt, man könnte jetzt hier tatsächlich versuchen, das Ding direkt irgendwie ein bisschen auszubauen und dann halt zu sehen, ob wir von hier jetzt nochmal an die Kasseeröffnung kommen. Ob der dann da unten durchgeht, steht auf dem anderen Blatt. Aber so ganz unwahrscheinlich ist es ja auf jeden Fall nicht. Das müsste natürlich jetzt ein bisschen schneller gehen, die Nummer. Und jetzt nicht nochmal hochziehen, das wäre dann doof. Das hier ist natürlich völlig okay. Einmal kurz da unten reinstechen, aber dann jetzt bitte gerne unten ins Loch. So, könnte man natürlich auch absichern. Jetzt hier liegt 6 Punkte vorne, aber erstmal nicht, weil erstmal war das hier noch nichts da oben, so wie ich das sehe. Muss man nur gucken mit dem Impuls, wenn der jetzt hier irgendwie kommen sollte mit dem Ende von der 15 Minuten. Nicht, dass der in die falsche Richtung geht, der hat aber noch ein bisschen Zeit. Vielleicht auch ein bisschen früh, aber generell stehen wir jetzt hier erstmal, das ist nur 2 Minuten, ja, das darf man halt irgendwie alles auch nicht überbewerten. Aber generell stehen wir jetzt hier erstmal unter dem Punkt, wo er versucht hat, nochmal irgendwie Anlauf zu nehmen, stehen wir jetzt erstmal unten drunter. Könnte funktionieren. Und wie immer ist es halt auch so, kann auch eben genau anders kommen. 5 Minuten hier oben erkennt man mal für meine Begriffe jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Außer, dass wir halt hier so ein bisschen seitwärts irgendwie laufen. Aber mehr halt auch nicht. So. Dann hier kurz vor der Kasseöffnung vielleicht raus mit der zweiten Position
Oder, ich meine, ich glaube halt wirklich, wenn wir überhaupt da unten hinkommen, fällt er halt durch, ne? Da würde ich mal irgendwie ganz stark drauf tippen. So, jetzt kann man eine mal rausnehmen hier. Und dann haben wir doch jetzt erstmal einen netten Trade im Plus, den man auch absichern kann, hier einfach an dem letzten Hoch und fällt dann jetzt entweder unten durch oder halt eben nicht. So. Wenn er es jetzt macht, dann wäre halt der Exit dann auch kurz vorm, wenn er es macht, ja. Man kann natürlich jetzt auch hier rausgehen und sagen, gut, danke, freue mich über die paar Punkte. So, aber ich glaube eher, dass das sowas wird. Hier einmal kurz bis vor das Tagestief. Und das wäre natürlich dann nett. Dann wären wir hier auch vor allen Dingen mit dem Webinar schnell durch. Dann mache ich nämlich noch ein bisschen Theorie und dann hätte sich das, weil das hier, das wäre dann schon eine nette Strecke. Ja, ich weiß es jetzt natürlich nicht, ne? Für mich ist es halt nur plausibel, weil hier oben kam jetzt halt nichts. Und wenn man erstmal oder wenn der Markt erstmal eine Range macht, ist es eben halt sehr oft so, dass die dann halt auch erstmal bleibt. Und mehr ist es bisher nicht. Außer er schießt mich jetzt da oben ab und rennt dann doch oben durch. Dann ist es auch okay. Er hat nur ein bisschen schade, wenn er dann anschließend runterginge. So heißt auch, hieße auch, wenn er jetzt hier nochmal runterkommt, man kann den auch hier unten skalieren. Ne? In dem letzten Versuch, der es dann da wäre, das hier unten zu halten und geht dann halt hier direkt bis zu den nächsten los. Ob man das jetzt gleich hier mit der Hälfte macht oder hier ein bisschen runter geht. Also eher so, hier sind wir jetzt nochmal am Tief. Könnte man versuchen, müsste aber dann halt auch jetzt ein bisschen deutlicher dann halt kommen. Ne? Und dann sollte man auch den Stop hier für meine Begriffe hier direkt hinterher ziehen. Dann eben auch, ich bleibe jetzt hier mal in dem 2-Minuten-Gebilde. Aber dazu bräuchten wir halt jetzt wirklich dann auch einen Impuls am besten zum M15 hin. Ich lasse den mal kurz hier. Ja, weil hier sieht man ja, da sieht es halt ein bisschen netter oder deutlicher aus. Das heißt, wenn wir den Impuls jetzt kriegen im M15, dann bräuchten wir da natürlich eine rote Kerze, die am besten gleich auch unter der letzten hier schließt. Und dazu hat er noch 1 Minute Zeit. Das heißt, müssten dann halt hier irgendwo hin. Rein technisch, von der Price Action her. Und hätten dann halt auch ein relativ deutliches Signal. Also wenn wir jetzt hier drunter kommen sollten, zeichne ich hier mal ein, also 615, dass die letzte Aufwärtsbewegung im 15 natürlich klar auch aus dem Future beziehungsweise aus der Amateurstunde kommend, wäre aber dann jetzt so erstmal das nächste plausible Ziel, wo er dann versuchen sollte, dann eben auch da durchzustechen. Ja. So, wenn er es jetzt macht, wenn er jetzt hier irgendwie ein bisschen Schwung kriegen sollte, würde ich den Stop direkt hinterher ziehen. Jetzt will er noch nicht, sondern schließt die ganze Geschichte, wie es aussieht, tatsächlich noch in grün. So, das könnte jetzt ein Folgeimpuls werden. Also das heißt, mit dem Versuch nochmal eine grüne dran zu setzen, deswegen bleibt der Stop jetzt erstmal da. So, hier ein kleines neues Hoch, das brauchen wir auch nicht nochmal. Das heißt, direkt hier hinterher. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt da unten den Piekser da durchkriegen. Und dass wir den Stop gut hinterhergezogen kriegen. Weiß ich natürlich nicht, ne? Es ist schon so ein bisschen wenig wohler an der Stelle. Und auch, wie es aussieht, kein Volumen hier im Markt, das ist alles ein bisschen dünn. Aber vielleicht nutzt ja dann auch auf der anderen Seite auch einer die Chance, den so ein bisschen nach unten zu drücken. Na, da hängt es hier so ein bisschen doof da oben. Na egal. Im Zweifelsfalle wird das jetzt hier, wenn das ein paar Punkte plus, falls er jetzt nochmal irgendwie versucht, nach oben zu schieben, nochmal das Hoch hier rauszunehmen, müsste man jetzt genau genommen eigentlich genau einen Punkt da drüber gehen. Aber es ja, so richtig schön ist es nicht, ne? Also generell passt es ja, ne? Ich habe ja gesagt, hier, wenn der überhaupt nochmal in die Öffnung kommt oder in die Nähe, müsste er eigentlich durchfallen. Aber ich habe jetzt keine Lust, den da oben ewig lange zu halten, sondern
wäre schon ein Freund davon. Nicht, dass er jetzt daran doch nochmal da hoch geht, sich nochmal da hochschraubt und dann kleben wir wieder da oben, ne? Sondern das sollte ja nach Möglichkeit eine schnelle Nummer werden. Und wenn der Markt keine Lust hat auf schnell, dann ist es halt eben so. Kann ich es nicht ändern, ne? So, jetzt dann aber auch bitte durch. Zieht den Stop hier hinterher. Bin jetzt quasi hier nochmal mit 3/4 drin, aber bräuchte jetzt halt schon so ein bisschen was, weil jetzt sind es hier gerade mal irgendwie, keine Ahnung, 15 Punkte, die wir hier auf der Uhr haben. So richtig will er halt hier noch nicht, ne? Aber schauen wir mal. So, von hier dann, wie gesagt, ist eigentlich die Reise zum Tagestief eigentlich vorprogrammiert. Aber was man halt leider nie weiß, nie gut einschätzen kann, sind die Umwege. Ich ziehe es hier mal ein bisschen enger hinterher. Auch wenn der jetzt hier reagieren sollte, ich weiß es nicht, ja. Aber kann man trotzdem schon so machen. Das sollte für meine Begriffe wirklich ein Impuls werden hierdurch. Jetzt nicht irgendwie so ein ultra komplizierter Trade. Und deswegen bin ich da auch jetzt ein bisschen enger mit dem Stop hinterher. Als es vielleicht normalerweise der Fall wäre. Aber wenn das was werden soll, und dann darf der Markt auch gerne dranbleiben. So, man kann natürlich auch hingehen, kann dann halt irgendwie die kleinen Dinger hier immer wieder auch rausnehmen. Ja. Im Einzelnen. So, hier im H1 auch im Auge behalten, stehen wir da unten jetzt gerade auf dem SMA 20 rum. Auch ein Grund eigentlich, das, also eigentlich ein Grund für zu sagen, okay, könnte man wegmachen, aber oder auch um einfach hier enger dran zu bleiben, weil oft ist es halt so, dass er durch markante Punkte dann auch ohne großes Hickhack dann eben auch durchgedrückt wird. Und da ist es meistens nicht so choppy. Aber bis jetzt ja erstmal. Okay, ja, gut. Okay, erstmal raus. Passt. Passt doch erstmal. Nur, das sieht doch okay aus. 85 Punkte, ja, egal. Alright, so, für ein paar Punkte hat es ja jetzt erstmal gereicht. So, jetzt hängt er hier halt am, ne, nur dass man es gerade nochmal nachvollziehen kann, was ich gerade meinte. Also, ne, was mir jetzt halt hier eben aufgefallen ist, ist die Geschichte hier. Ne? So, deswegen bin ich da eng ran. SMA 20, und da habe ich ja gemeint, da ist es schon oft so, dass es meistens eigentlich nicht so choppy ist, sondern wenn der halt erstmal. Ein Punkt, den ich jetzt halt hier für markant halte, aus mehreren Gründen heraus, dass der dann schon ein bisschen deutlicher dran bleibt und das dann halt eben auch durchdrückt. Ja, und deswegen bin ich jetzt hier erstmal raus. Weil entweder, also das ist halt eher schon fast nicht normal, so viel Reaktion, aber ich habe da eigentlich immer so bei dem Verhalten eher die US-Märkte im Auge, die sind da halt ein bisschen anders unterwegs. Liege ich beim DAX vielleicht ein bisschen falsch, das kann sein. Aber halt, da ist eigentlich typisch dann halt irgendwie anlaufen und dann auch dranbleiben und nicht mehr ein, zwei Punkte hin und her und schon gar nicht irgendwie 10 Punkte rückwärts, wie es halt hier sind, sondern dann wird halt eben durchgedrückt. Ja. Und deswegen bin ich da mit dem Stop so eng jetzt dran gegangen und wie man sieht, macht es ja auch Sinn, hat ja auch Sinn gemacht, das so zu machen. Ja, was ich jetzt hier mal angucke, da hätte ich ja schon keine Lust mehr drauf gehabt. Schon viel zu viel. Hätte man natürlich auch direkt hier unten komplett rausgehen können. Ich bin immer noch der Meinung, ja. Dass der von hier aus problemlos jetzt auch bis an das Vortagestief dann auch drücken kann, einfach nur um die Range dann voll zu machen. Und die Range, wenn wir auch nochmal irgendwie gucken, ob man die hier mal eingezeichnet kriegt. So, das wäre dann ungefähr so der Bereich, ne? Also, das ist ja quasi die Tagesrange von gestern. Gehen wir dem mal ein bisschen andere Farbe. Nicht, dass wieder einer Augenkrebs kriegt hier, wie ich mir vorhin schon anhören durfte. Der Klaus, ist der Klaus noch da? Klaus hat sich vorhin beschwert. Aber ich habe ja den Rolltext wieder ausgemacht.
Okay, also das hier, ne? Das ist ja eben der Ansatz, das Range nichts sonst. Und deswegen, da können wir halt auch nochmal hin. Aber wie man sieht, der ist viel zu choppy, ja, um das jetzt irgendwie am Stück hier durchzuziehen. Von daher war das Rausgehen auf jeden Fall für meine Begriffe richtig. So, ich gehe da mal rüber auf den DAO. So, DAX ist für meine Begriffe jetzt erstmal nicht weiter zu greifen, außer dass das hier eben das Tagestief nochmal von gestern, die 552, dass die schon wahrscheinlich gleich nochmal irgendwie kommen. Ja, aber er stellt sich hier so ein bisschen an. Man könnte natürlich auch immer wieder reingehen und dann auch sagen, ja gut, dann gehe ich halt, ich mache das jetzt einfach mal. Hier mit einer kleinen Position fange ich dann halt wieder an und schiebe mich dann halt mit der dann irgendwie nach unten durch. Hier ist der Kassaschluss. Ne, das ist natürlich jetzt so mal das erste Markante aus Kassa im Daily betrachtet. Das wäre so der nächste relevante Punkt. Und da will ich erstmal einen Trail hinpacken. Was haben wir hier? TH6 mit 5 Punkten Distanz. Ja, der Klaus wieder da. War voll nicht böse gemeint, Klaus. Ja. So, sollte lustig klingen mit dem Isolierband. Ich glaube, kam nicht so gut an. Ja, so auf jeden Fall. Also nochmal, hier der Kassaschluss, ein Trail würde ich da halt reinmachen und dann, weil von dort, ne, wird er wahrscheinlich eh nicht viel weiter kommen als erstmal das Vortagestief. In der Regel läuft der Markt dann nicht so, dass er dann irgendwas bricht oder schon gar nicht eine Range und dann halt einfach durchläuft, sondern hier unten reinstechen, vielleicht auch unterbieten, das ist alles okay. Aber da sollte man dann, glaube ich, wieder irgendwo raus und dann halt abwarten, bis der Markt dann halt irgendwo sich entschieden hat, was er denn daraus macht. Weil wenn der jetzt irgendwie halt hier die Range aufbrechen will, so, sagen wir mal, er bricht sie nach unten auf. Weiß ich nicht. Aber halt, wie läuft das in der Regel ab? Das Ganze sieht dann normalerweise so aus, dass der Markt eben halt, dass der Markt dann halt sowas macht. Mit den Pfeilen hier stehe ich so ein bisschen. Ich mach mal hier Freehand. Geht das? Habe ich irgendwie noch nie verwendet. So, das heißt, der Markt würde also hier, ne, unter der Range, jetzt denkt man sich das bitte zeitlich mal kurz nach links. Das heißt, der würde halt hier erstmal so drunter wegbrechen, so, und dann kommt als nächstes wieder, kommt ein Rücklauf an die Range, ja, und dann wird man da erstmal feststellen müssen, so ist das, oder beziehungsweise da wird der Markt dann erstmal rausfinden müssen, sind wir jetzt hier irgendwie aus der Range raus oder laufen wir wieder zurück? Und nicht selten ist es ja so, dass der Markt dann halt eben hier so ein bisschen rumzackert, ja, und dann halt eben nochmal in die Mitte von der Range läuft. So, und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Und deswegen würde ich halt hier, wenn er das hier unten machen sollte, erstmal mit dem Trail raus und dann, wenn er sich dann halt von da eben dann halt bis hierhin bewegen sollte, dann ist man erstmal sicher dabei und kann das Ding dann halt eben, beziehungsweise macht er dann halt der Stair Trader von selber, dann nach unten sich erstmal angucken, bricht oder bricht nicht, wahrscheinlich aber nicht, ja. Und weil es halt einfach nur typisch wäre. Ganz oft hat man eben auch, und vielleicht haben wir das hier schon gesehen jetzt auch, wir sind einmal kurz über die Range raus. Das heißt, nicht unüblich wäre dann halt eben auch, dass der Markt halt hier so, da so ein Hütchen baut und dann hier unten so ein Hütchen baut, ja, und dann halt sich wieder irgendwo in der Mitte einpendelt. Auch ganz typisch. So oft gibt es ja halt erstmal Fehlausbrüche in beide Richtungen, bevor dann irgendwie ein finaler Ausbruch aus der Range kommt. Und finaler Ausbruch würde eher so aussehen, das heißt, wir laufen hier deutlich drunter, ja. Machen dann hier eine kleine neue Range und gucken uns die dann von unten nochmal an. Ja, so und dann hat das Ganze auch viel mehr Potenzial, um dann nach unten irgendwo wegzubrechen. Ne? So und das wäre halt dann eben so ein Ansatz, den ich für wesentlich vielversprechender halte. Und das heißt auch, sollten wir jetzt hier hinkommen im DAX, sollte er die Range brechen wollen, dann kann man sich angucken, ob es wirklich dann auch bis hier runter irgendwo reicht, sodass es halt wirklich deutlicher ist als jetzt eben nur so ein Piekser wie jetzt der da oben. Das ist halt nichts. Ne? Und deswegen auch hier zum Beispiel, wenn man da jetzt halt Short Stop hingeht, also wenn man sagt, okay, ah, der bricht da unten raus, wenn er drunter ist, ich mache hier Short Stop. Also da ist die Chance, glaube ich, bei 90%, dass der halt in die Hose geht. Ne? Außer man sagt dann, gut, wenn der voll ist, dann mache ich hier oben auch nochmal alles voll mit Shorts. Okay. Aber dass der hier dann ebenso mit Stop 10 Punkten irgendwie dann die große Reise macht, die Chance ist verdammt gering. Das würde ich lassen. So, also, das zum DAX. Größeres Bild habe ich ja vorhin schon was dazu gesagt. Führe ich jetzt mal nicht noch weiter auf aus, sondern gehen wir jetzt zum DAU rüber. Ja, so. Da gucken wir mal. Also, was haben wir da? Das ist der Trade von gestern.
den ich auch in der Gruppe beschrieben habe, der liegt jetzt erstmal immer noch gut vorne. Da hatte ich ja nur, um das ganz kurz aufzugreifen, da waren so ein paar staunende Smiley. Ich habe gesagt, wenn der nochmal über 33,5 geht, baue ich den Short nochmal aus. Also ich habe halt generell nur mal, um den hier auch mal ganz kurz zu beschreiben, was habe ich gemacht? Ich habe mich erstmal an dem gehalten, was ich im Blog geschrieben habe. Im Blog stand, typisch wäre für einen Ausbruch oder für halt eine Trendumkehr, wenn er erstmal halt deutlich über die alten Hochs drüber geht. Über das alte Hoch, über das Markante. Das sieht man hier im Daily. Das war diesesjenige welche. So, ein bisschen größer hier. So, hier dieses Hoch. Das habe ich auch mal kurz eingezeichnet bei 572. Ja, oder 573, das ist ja nicht so wichtig. Dass wir da jetzt nicht nur irgendwie knapp dran gehen, einen Punkt drüber, sondern erstmal halt ein bisschen deutlicher. So, das heißt, der ist jetzt irgendwie 50 Punkte hier drüber gelaufen. Mit anderen Worten, das Ding ist eigentlich offiziell kaputt. Also dieser Short-Trend, den wir da vorher hatten, im großen Bild, der ist erstmal dahin. So, dann läuft der Markt ja nicht einfach so weiter, der geht ja nicht da drüber und brettert dann sofort durch. Also vor allen Dingen nicht, wenn es so ein markttechnisches Gebilde ist. Hätte er natürlich hier auch machen können, vielleicht noch hier oben an das Ende vom Gap, beziehungsweise den Anfang, ich weiß nicht, ob es ein Auf- oder Abwärtsgap war, hätte er auch machen können, kann auch immer noch machen, ja. Aber dann halt eben hier oben ist irgendwann Schluss, weil das typische Verhalten ja dann eben dann so eins ist, dass der halt eben hier so ein Hoch rausnimmt. Komm her. So, ne, also dieses Hoch an der Stelle rausnimmt. So, und dann gibt es erstmal eins auf den Deckel und dann gibt es hier so ein bisschen Geschiebe, so eine widerwillige Korrektur, genauso habe ich es ja auch genannt. Und dann kann man halt versuchen, ob man halt die Rückwärtsreise da erstmal mitnimmt, weil die kann ganz schön weit gehen. Nämlich hier runter bis auf so ein paar vergessene Punkte. Also was mir halt einfach aufgefallen ist, dass er hier unten auch sogar noch eine Ecke tiefer über die Widerstände hier so einfach drüber läuft. Ja, solche Dinger. Hier Tageskerze einfach drüber, kein Rücksetzer und dann feuerfrei und weiter. Das sind so die typischen Punkte, die dann halt eigentlich nachgeholt werden. Wie gesagt, von hier unten an war ich ja long dabei, beziehungsweise habe das ja auch im Blog beschrieben. Von da unten rauf war mir fast auch schon zu einfach. Deswegen bin ich auch bei 33,030 dann auch erstmal raus, weil ich gedacht habe, so irgendwann fliegt ja das um die Ohren, weil da unten so viel vergessen wurde. Und ich glaube eben, dass wir das nachholen. Und zwar dann halt eben, das heißt, in mehreren Etappen, die hier sieht auch für meine Begriffe zu gerade aus, das ohne Korrektur, das funktioniert in der Regel auch nicht lange gut. Das heißt, das hier war eigentlich so die erste Anlaufstelle, hier auf der Seite, auf der Unterseite. Und da sind wir bei 33,236. Aber das ist wie gesagt nur die erste. Die eigentlich, die mir am meisten ins Auge fällt, ist die 801 hier unten. Ne? Eben wegen dem, was ich hier gerade gesagt habe. Das heißt, dahin wäre eine Korrektur dann auch möglich, sind halt von hier angerechnet irgendwie 600 Punkte. Halte ich für recht wahrscheinlich, ja, dass sie das so machen. Deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, gut, ich mache mal genau die Geschichte hier, wie es im Blog beschrieben ist, mache da erstmal einen Short auf und löse dann aber auch relativ schnell wieder in großen Teilen auf. Und das ist eben dann auch hier passiert. Das heißt, ich habe hier den Short gestern aufgemacht. Schreibe das jetzt nicht, um irgendwie zu zeigen, wie toll der Trade ist, sondern wie ich den gerne weitermachen würde. Das heißt, ich habe halt hier oben, da ist noch das müsste die erste Position von gestern sein, genau. Ne? Also hier über der 600, hier einen kleinen Rücklauf abgewartet. Das war hier, zeitlich war das hier an der Stelle, kleinen Rücklauf. Und dann hab ich den hier unten auf dem letzten Cluster da irgendwo in der Nähe, das sieht man ja, ne? Also hier auch so ein Klumpen. Dort habe ich dann drei Viertel aufgelöst und habe gesagt, gut, wenn wir wieder über die 500 laufen, dann fange ich wieder an, Short auszubauen. Sieht man auch hier, habe ich dann auch gemacht. Ne? Das ist dann halt der Short, da steht jetzt keine Zeit dabei, der war ein bisschen früh. Und dann hat hier oben nochmal einen dazu gebaut. Nochmal ein Shorty dann dazu. So, das heißt, ich habe jetzt wieder ein Dreiviertel von meiner Position und würde dann halt versuchen, nach unten da halt rauszukommen. Den mache ich mal weg hier. Der war für was anderes gedacht. So, die brauche ich auch gerade nicht. Also, das heißt, wenn wir jetzt hier auch keine neuen Hochs haben, würde das ja eigentlich bedeuten, wir machen hier im kleineren Timeframe einen Short-Trend. Das heißt, also, das hier wäre dann halt eine Korrektur erstmal. Hier sieht man kein neues Hoch. Ja,
Also wäre es folgerichtig, wenn das dabei bleibt und wir nochmal da runterkommen, dass das Low hier dann auch nicht hält und wir dann eben da unten durchfallen. So, ne? Weil hier eben auch kein neues Hoch ist. Und so würde ich versuchen, das Ding dann halt auch nach unten zu reiten. Und zwar nach dem, was ich hier gerade gezeigt habe, 33,2, 3,6, da sind wir auch hier schon tatsächlich an dem nächsten Low. Das wäre tatsächlich auch genau hier. Ne? Also am Vortages. Tief, ja klar, weil da will ich ja auch drunter. Das heißt, ne, so in zwei Etappen könnte das jetzt hier dann eben kommen, dass wir halt, wenn die Range jetzt hier, diese kleine von heute Nacht nicht hält, dass wir dann von hier dann auch eben relativ schnell zumindest mal an das Vortagestief laufen. Würde dann auch zur Korrelation mit dem DAX dann wiederum passen, weil da bin ich ja auch der Meinung, dass der einfach zum Vortagestief laufen kann. Von daher würden die da erstmal ganz gut korrelieren, tatsächlich dann doch, ja, wenn ich es am Anfang gesagt habe, ja, weiß ich nicht. So, und da fragt einer, wo ist der Stop im Dow Trade? Der war erstmal irgendwo bei über 700 und weil für so ein Ding muss man einfach Luft mitbringen. Momentan ist er gar nicht, ich habe ihn momentan erstmal ausgeschaltet. Gut, kann man jetzt werten, wie man will, aber bei dem Bild war ich mir dann doch recht safe, dass der nicht eben 200 Punkte jetzt nochmal hier nach Norden knallt. Und bevor ich da halt irgendwie an der falschen Stelle rausfliege, wie ich da komme, mach das Ding erstmal weg. Die Position ist eh noch nicht voll. Ich würde die auch noch weiter ausbauen. Ne? Also ich habe halt hier mit 10 Kontrakten angefangen. Und aber die kann man ruhig, die könnte ich auch auf 15 stressfreie Ebene auch ausbauen. Wenn man hier so eine Reise will, kann man das, finde ich, schon machen. Ich habe das letzte Woche ja auch ganz gut hingekriegt. Und von daher, warum nicht? Nicht nochmal. Aber generell gehört er natürlich schon irgendwo hin. Das heißt, hier oberhalb von dem, was ich hier gezeigt habe, im Daily über das alte Gap, da will ich jetzt nicht unbedingt drüber. Ne? Also hier über 700. Wobei auch da immer noch die Möglichkeit besteht, dass er da mal kurz reinsticht und dann doch wieder runterkommt. Und wenn man halt, ich meine, ich habe ja hier nur eine Teilposition drin. Ich bin ja nicht komplett da irgendwie jetzt drin. Ne? Und es macht jetzt für meine Begriffe auch keinen Sinn, den Stop hier irgendwie ins Plus zu ziehen. Ja, wenn man das jetzt nur diesen einen Impuls dann halt betrachtet, dann macht es natürlich Sinn. Ja, weil dann bin ich ja halt einfach safe raus aus der Nummer. Aber ich will ja halt eigentlich hier oben mich so ein bisschen short einskalieren, weil ich ja schon ein bisschen ein paar Punkte tiefer will. Und oft gelingt sowas dann eben auch. Also ich halte da nicht blind dagegen, sondern kann dann auch genauso mal irgendwie sagen, na gut, ich verdoppel auch mal kurz die Position, nehme die dann aber halt, wenn es in meine Richtung geht, nach irgendwie 10, 20 Punkten wieder auf normales Niveau. Ne? Und so schiebe ich mir dann halt mein Break-Even immer weiter nach oben, bis ich dann irgendwann wirklich an der Stelle bin, wo ich Ruhe habe, wo ich dann halt meinen Stop hinterherziehen kann. Aber das hier ist für meine Begriffe auch noch kein Zeitpunkt, um den Stop hinterherzuziehen. Deswegen gehört der dann halt irgendwo da oben irgendwo hin für mich jetzt erstmal. Und zwar bis ich es dann halt eben dann auch machen kann, also bis ich nachziehen kann. Und das wäre nicht der Fall, nicht eher, bevor wir hier unten dieses Low rausgenommen haben. Das heißt also hier in dem Bereich, da muss ich unbedingt erstmal drunter. Und dann kann ich den Stop Break-Even ziehen, aber auch noch nicht weiter. Ne? Weil Break-Even würde ja dann auch nur bedeuten, wir sind hier über den Hoch, über den Highs drüber, weil dann macht es erstmal keinen Sinn, weil wenn er dann nochmal raufkommt, geht es wahrscheinlich auch ein Stück höher. Und dann eben in diesen Bereichen, da kann ich ja da genauso gut nochmal neu ansetzen. Das ist ja alles immer nur eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Ne? Das heißt also hier, da will ich drunter, dann gibt es Break-Even. Wenn ich das Vortagestief erreiche, dann kann ich auch hier unter diese Range ziehen. Ne? Also in dem Bereich, wo wir jetzt halt stehen und kann mich ein bisschen deutlicher absichern. Ne? Weil irgendwann muss es dann ja logischerweise auch machen und irgendwie 14 Tage wollte ich da jetzt auch nicht unbedingt dranhängen. Die 850 plus ist mit der Skalierung der vorigen Trades. Ja, genau. Ne? Also, wie ich es gerade gesagt habe, ich habe hier mit 10 angefangen. Da unten sind drei Viertel rausgegangen und habe dann hier 1, 2 nochmal aufgestockt, sodass ich jetzt nochmal auf drei Viertel bin. Und logischerweise ist die ganze Geschichte hier dann deswegen hochgerutscht. Also, man sieht es ja auch hier an der PL selber. Ne? Also, im Pool sind irgendwie gerade 34 Euro minus. Aber halt eben der ganze Trade, der liegt jetzt 800 vorne, weil halt eben die Positionen da schon aufgelöst sind. Ne? Das ist halt hier immer nur die Pool-PL, also das, was irgendwie gerade noch drin ist, was der MetaTrader auch anzeigen würde. Aber es ist ja irrelevant. Ja?
Das ist ja eben nur eine Momentaufnahme. Entscheidend ist ja das ganze Ding, was das halt eben wird, inklusive aller Teilauflösungen. Und der SEO Trader rechnet ja immer so, von der ersten Position bis flat. Ja, das ist ein Trade und alles andere sind nur Positionen. So, muss man ganz kurz gucken, was macht denn der DAX? Oh, der macht gar nichts mehr. Okay. Stirbt an dem letzten Teil-Entry den Wohlertod. So. Klingt sehr poetisch. Pathetisch. Was auch immer. Gut, ne? Also das ist halt hier nur, um das zu erklären. So, ob das jetzt, also ich würde schon auf jeden Fall Stops nachziehen. Ich meine, ich finde es super, wenn der Markt das jetzt nochmal genauso macht. Wenn ich nochmal so eine Reise kriege, habe ich nichts dagegen. Logischerweise kann es aber halt natürlich auch nicht erzwingen. Das heißt, ich muss hier irgendwann anfangen, Stops nachzuziehen und mich da halt dann auch darauf einstellen, was der Markt ja dann auch eben bietet. Ich kann ja nicht irgendwie mich hier hinstellen und sagen, boah, der macht das auf jeden Fall, weil ich habe das ja geschrieben. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Die Position muss im Minus sein, die erste Tranche zu früh war. Ja, genau. Passt ja, ne? Also logisch. Aber trotzdem ist es so, was ich ja manchmal auch mache, ist, wie ich ja gerade gesagt habe, mal zwischendurch nochmal irgendwie, mal kurz eine größere Position, die da auch schnell wieder raus ist. Das spielt hier auch mit rein. Ja, ich habe gestern irgendwie mal ganz kurz verdoppelt und dann halt irgendwie so 15 Punkte mitgenommen, weil die so einfach waren. Und habe dann mal zwischendurch dann auch irgendwie nochmal die Hälfte genommen und die im Minus geschlossen. Das hat dann also in Summe nicht funktioniert und deswegen ist es halt tatsächlich wieder ziemlich genau da, wo er halt eben vor diesen zwei extra Positionen war, dann halt eben auch. Also müsste eigentlich ungefähr auch das gleiche sein, wie das, was ich gestern noch in der Gruppe gezeigt habe. Ne? So, also wie gesagt, nochmal ganz wichtig. Man muss so eine Geschichte im Auge behalten und muss sich auch an seine Trigger halten. Wie gesagt, der Stop hier ist jetzt für mich erstmal Quatsch, der ist viel zu tief. Ja, weil ich will das Ding ja jetzt hier nicht irgendwie auf knapp über Break-Even beenden, sondern ich würde den halt schon ausbauen bis auf 15 und habe im Auge, was er oberhalb machen kann. So, wenn er aber jetzt hier anfängt, das Ganze so zu triggern, dass die Korrektur jetzt hier anlaufen könnte, dann heißt das eben auch, okay, baue nicht mehr unbedingt auf die neueren Hochs, sondern guck dann, was der Markt dann macht und zieh dann die Stops dann hinterher. Ne? Und dann halt eben auch nach den Kriterien hier, wenn wir da drunter sind, dann guck, dass du halt wirklich danach ja nicht mit 3,50 Euro rausgehst, sondern das Ding dann halt auch wirklich entweder läuft oder mit einem anständigen Profit. Ja, so, das wäre so mein Ansatz an der Stelle. Weil ich glaube, wie gesagt, also typisch wäre halt, nochmal, um zu erklären, warum typisch wäre, absolut typisch, so ein Hoch rauszunehmen. So, und was passiert dann irgendwie so, wenn ich mir angucke, letzte Woche, jetzt nicht in unserer Facebook-Gruppe, aber ich gucke ja auch immer irgendwie so anderweitig rum, da liest man nur so irgendwie Sachen, ja, wann ist denn die Korrektur vorbei, wieso geht denn der nicht short, wieso geht denn der rauf? Das heißt, das Sentiment ist irgendwie die ganze Zeit short gewesen. Und das allein reicht natürlich nicht, ja. Zeigt aber so, trotzdem so ein bisschen, wie der Markt halt tickt. So, und hier wird jetzt genau das Gegenteil kommen. Das heißt, hier irgendwie Short rennt kaputt, Markt ist gestiegen, dann kommen sie und ja, ich gehe auch mal long. So, und wenn, das heißt, immer genau an dem Moment, eigentlich, wenn es dann dreht und wenn es dann auch noch zum Bild passt, dann macht der Markt genau in die andere Richtung. Das heißt, hier wäre eigentlich total klasse, um long zu triggern und short zu laufen. Das heißt, die gleiche Geschichte eigentlich nochmal nur umgekehrt. Und wenn der Markt hat jetzt hier korrigiert, heißt das nicht, dass der Longtrend nicht funktioniert. Nee, das heißt einfach nur, dass das genau der Punkt ist, wo der dann demnächst etabliert wird. Und das heißt, ich will ja hier auch nicht abstürzen. Im Gegenteil, ich will ja hier irgendwo runter und dann halt von möglichst tief den eigentlichen Longtrend, die tatsächliche Longbewegung, wo der Trend sich dann eben auch etabliert, möglichst von ganz unten dann halt auch wieder mitziehen bis nach Norden. Und dann wird das hier, das wird irgendwie noch ein bisschen gezacke, aber das wird dann halt nicht mehr halten, sondern dann ballern wir nach oben durch. So, und das heißt, ich hätte am liebsten gerne beide Bewegungen hier nochmal. Das heißt, einmal komplett runter, so tief, dass es wirklich wehtut, bis auch wieder der letzte Bulle aufgegeben hat. Und dann können wir nach oben endgültig wegziehen. Ne? Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber es wäre halt schon sehr, 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 sehr typisch. Ja? Das heißt, wir reden halt hier halt auch nochmal über eine Affäre von irgendwie wahrscheinlich 2 Wochen. Aber die kann man ja handeln. Ne?
Und es ist natürlich super, wenn man halt irgendwie so, dann hätte ich die dritte, hätte ich drei Bewegungen im Sack von dem ganzen Ding hier. Und dann freue ich mich natürlich und lache mich kaputt. Ja. Aber ich sehe das halt immer so, solche Geschichten als Chance, wobei das jetzt hier die Gegenbewegung nicht so sicher ist. Das ist jetzt erstmal nur eine Vermutung, wie die Long-Bewegung. Die war für meine Begriffe todsicher. Ja. So, aber wenn er das jetzt hier tatsächlich machen sollte, also wenn wir jetzt von hier wirklich da runterkippen auf also unter die 32.700, hier unten nochmal in Richtung SMA 20, hier in diesen ehemaligen Widerstandsbereich reinlaufen, von dort rauskommen. Und dann ist auch realistisch, dass wir da oben nochmal 2000 Punkte draufsetzen. So, das ist der Ansatz. Ich hoffe, man hat es verstanden, kann es nachvollziehen. Und warum da so sicher long? Ja, das führt jetzt so ein bisschen zu weit, aber generell ist es halt einfach, man sieht es ja nur ganz kurz, Dow sicher long, guckt man sich das doch hier unten mal an, ja. Daily, also da war ja relativ, für meine Begriffe wirklich so überdeutlich, ne? Also ich meine, das hier war auch Short, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich noch da einen Tacken tiefer, aber generell, das hatte ich ja auch angesagt, dass wir da unten hinlaufen. Ich wollte aber tatsächlich auf die 262, bevor wir dann halt wieder drehen. Gut, er hat sich dann halt hier direkt schon viel früher dran gemacht, hat dann hier, sieht man ja, ne, unfassbar Schwierigkeiten gehabt, überhaupt wieder runterzukommen. Und selbst hier in dem Anlauf kein neues Tief und dann direkt wieder in Grün gezogen und hier dann auch in diesem Außenstab, ne, hier da drin geschlossen. Als ich die Kerze hier gesehen habe, ne, wegen der Form, aber die reicht natürlich alleine nicht, aber das ist so dieses Raketen, ich weiß nicht, wie es mal genannt wird, nicht nach Raketensignal, aber was wirklich oft idiotensichere Signale ist halt hier irgendwie so eine Bewegung, ja. Also eigentlich eher im kleinen Timeframe sieht man die öfters. Die wird gebrochen, ne? Also hier, das ist ja ein Außenstab in Long, die wird gebrochen durch den Außenstab in Short. So, der Markt macht Folgendes, läuft dann irgendwie halt sehr kurz danach, hier war es direkt die übernächste Bewegung wieder in den Long rein. So, und dann ist es tatsächlich meistens so, da kann man blind long gehen, setzt den Stop unter das Ding hier und das Ding läuft durch die Decke. Also relativ einfach. Dann haben wir hier halt eben auch noch den SMA 20 hinter uns gehabt, der sich hier angefangen hat zu biegen. Ja, dort würde er dann auch draufstehen und dann hier sowieso spätestens, als das hoch dann raus war, war es dann halt eh klar. Und dass jetzt genauso das dabei rauskommt, was wir halt hier sehen. Und da muss man halt gucken, dass man vielleicht so ein Gebilde dann eben auch nochmal findet, wenn er jetzt halt hier unten die Korrektur macht, ja, machen sollte. Ich weiß es nicht, ja. Nochmal, das hier unten war für mich Setup, das hier ist für mich Vermutung, die auf irgendeine natürlich Beobachtung basiert, die ich halt schon irgendwie schon tausendmal gesehen habe. Vermutung versus Setup, ne? Von daher ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bis jetzt passt es, aber das heißt ja nicht, dass das halt irgendwie sich nicht auch mal ändern kann. So, was macht denn unser wahnsinniger DAX Short? Kommt nicht in die Pötte hier mit der letzten kleinen Teilposition. Der erste ist ja vorhin eben raus mit 20 Punkten oder so. Das war recht okay. Und hier habe ich ja gesagt, da ja, kann man nochmal irgendwie auch hier unten klein positionieren, aber man sieht ja, er tut sich so ein bisschen schwer. Dennoch, die Geschichte hier steht für meine Begriffe. Kann man auch so machen, ja. Aber da passiert ja gerade nicht viel. Und dass man den einfach wieder nach oben irgendwie nochmal rein skaliert, falls er sich hier irgendwie anstellen sollte und nicht in die Pötte kommt. Und dann kann man halt auf jeden Fall auch dann irgendwann da raus. Gut, okay. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Stunde ist auch rum. Trade im Plus, der Dow Trade auch im Plus, sieht alles gut aus. Den habe ich zwar jetzt hier nicht eröffnet, aber generell macht er ja das, was ich be beschrieben habe. Aber auf jeden Fall für meine Begriffe ein recht positives Seminar und ich sehe auch hier an den Feedbacks, dass man auch versteht, wie ich das meine, warum ich das so mache. Und vielleicht hat ja der ein oder andere eben auch Lust, sich da mit dran zu klemmen. Trotzdem, ne, ganz wichtig, muss man immer wieder zusagen, es ist trotzdem keine Empfehlung. Das ist meine Meinung, wie der Markt laufen sollte. Nicht mehr, nicht weniger.
Ne? Und wenn es gut geht, ein paar dabei sind, freuen wir uns alle zusammen. Wenn es dann doch daneben gehen sollte, ist es natürlich immer ein bisschen schade. Von daher bitte unbedingt genau drauf gucken. Aber ich bin auf der anderen Seite jetzt natürlich auch froh, weil ich habe ja am Anfang gesagt, so von wegen, es wäre eigentlich mal halt auch wieder eine Verlustserie bei den Webinaren fällig, aber das war dann halt, heute hat sich das jetzt erstmal nicht bestätigt, sondern das Ganze ist erstmal so aufgegangen, ungefähr wie es sollte. Das freut mich natürlich, dass es nicht gleich hier eine Serie dann halt eben ausartet, weil wie gesagt, beim letzten Webinar war halt nicht so klasse. Und aber von daher umso besser. Da freut der Nelson sich auch, ne? Kann ich hier ein schönes Webinar gleich zumachen. Und dann. Ja, ich freue mich, wenn du dich freust, wenn du glücklich bist, wenn du gute Trades gehabt hast, dann freue ich Da mich. klappt es auch mit der Genesung von den ganzen Kinderkrankheiten, die du dir eingefangen hast. Ein bisschen besser. Okay. Gut, was macht der Umzug? Ja, wir ziehen tatsächlich diesen Monat um. Ach, total lustig, ne? Habe ich ja auch irgendwie letztens eine ganz böse Mail bekommen. Ich sage aber jetzt natürlich nicht von wem. So, ja, ich habe gehört, ne, wandere das jetzt auch aus und so. Ich so, okay, wie ich wandere aus? Ja, Webinar. Und ich weiß gar nicht, was ich im letzten Webinar gesagt habe. Ja, ich wandere aus Köln tatsächlich, aber auch nur zwei Bahnstationen. Also von daher ist es nicht so wahnsinnig weit. Und von hier mit einem Fahrrad, das ich nicht besitze, würde man 20 Minuten brauchen. Von daher, das ist überschaubar. Aber das natürlich, als wenn man aus der Stadt auswandert oder rauszieht, dann das tut dann schon so ein bisschen weh und man bezeichnet das dann eben als Auswandern. Nein, ich bleibe also. Die E-Mail war von mir. Ich war traurig, dass du nicht bei meinem Nee, Namen nee. Er hat sich bist. hier schon gemeldet. Guck, wir nennen keinen Namen, ne? Herr S. Und der war ganz entsetzt. Aber schön, dass du da bist. Freut mich auf jeden Fall. Nee, nee, genau, endlich raus aus Chorweiler. Genau, der war gut. Also für die Nicht-Kölner muss man wissen, Chorweiler, das ist so eine von den wirklich tollen Gegenden. Ja, da kriegt man irgendwie so günstig Substanzen auf der Straße. Oder auch Dienstleistungen horizontaler Natur, glaube ich, auch an jeder Straßenecke. Das ist Chorweiler. Und ein schönes Schwimmbad gibt es. Also, okay. Aber, Ich habe ja, keine Ahnung genau. von was du da sprichst. Ja, wieso? Schwimmbad ist wirklich schön, Chorweiler. Doch, was ist Aqualand oder ich weiß nicht mehr, wie es das Ja, heißt. Nur das aufs stimmt. Publikum darf man nicht so genau gucken. Das ist so ein bisschen schwierig. Wir Was, der Dirk schweifen ist der ab. Nachmacher? Also ja, genau. Der Timo zieht ja auch raus. Verrate ich hier auch kurz. Ich weiß nicht, ob es hier der Timo auch. Und lustigerweise haben wir dann irgendwie, also das ist ja hier, ich meine, weiß ja jeder, irgendwas zu finden. Wohnung, sei es zur Miete oder zum Kauf, Katastrophe. Timo hat auch lange gesucht, beziehungsweise er mit seiner Frau. Und wir haben auch irgendwie über ein Jahr gesucht. Und jetzt lustigerweise sind wir da irgendwie auf einer Achse zusammen, die man, glaube ich, im Auto in 10 Minuten abrocken kann. Also von daher ist es eigentlich ganz lustig wiederum. Ja, kommen die Schweiz, genau. Dirk und ich machen eine Trader, genau, wir machen eine Trader-WG, genau. Timo, der hat es schon gesagt, wir haben tatsächlich jetzt ein Zimmer zu viel. Timo hat gesagt, okay, ich komme vorbei, wir machen eine Trader-WG. Ne, Sweetheart. Ja, ich schleiche da oben in der Ecke rum und bepisst dich ja gleich vor Lachen. Du musst jetzt auf die Terrasse flüchten. Gut, alright, also. Gut, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, ich hoffe euch auch. Ich werde hier ein bisschen abgelenkt. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, man hat alles verstanden. Und wenn der ein oder andere bei dem kleinen Shorty eben dabei war, freue ich mich natürlich umso mehr. Und ansonsten, Nelson, du hast mir ja noch, kannst du vielleicht kurz erklären, wegen dem Freitag, wegen den NFPs, so ganz habe ich es auch noch nicht verstanden. Aber dann würde ich an der Stelle jetzt dir auch das Wort übergeben, bedanke mich nochmal ganz herzlich und auch dir, Nelson, weiter gute Besserung. Aber erzähl bitte ganz kurz was zu dem NFP-Webinar, weil das ja nicht stattfinden wird. Auf jeden Fall liegt es ja, soweit ich das verstanden habe, nicht an uns. In diesem Nee. Sinne, gib dem Nelson noch ein paar Sekunden oder eine Minute oder auch zwei, wenn er länger brauchen sollte. Und ich freue mich ansonsten auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ja, Bitte, vielen Nelson. Dank, Dirk, zum Webinar heute ist ja alles schon gesagt. Hat Spaß gemacht. Feedback war natürlich wie immer super hier und dem schließe ich mich an. Und bezüglich Freitag, ja, NFP fällt leider aus.
Wir haben wirklich mehrmals nachgeguckt, aber der Termin bzw. die Daten kommen tatsächlich auch am Freitag raus, obwohl die selber auch Feiertag haben. Die Futures werden nur bedingt aufhaben und von daher wird das Webinar entsprechend ausfallen. Müssen wir dann auf den nächsten Monat verschieben. Ja, aber nichtsdestotrotz, bis Donnerstag wünsche ich erfolgreiche Trades. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und dann sehr gerne hier wieder Dienstag 8:45 Uhr in 2 Wochen. Bis dann. Ciao.